Eine Underworld Stream da. Diablo. Aldo unser Diablo. Naja, immer das Neue rauskommt, ist halt so. Aber war's schön. Ist nicht, auch nicht mein Fall, war früher schon in Diablos, die Reihe. So, herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Poli von Folies Gamerhaus zu einer neuen Folge zu It Takes Two, We Play. Ein emotionaler Dachboden. Part 11 mit dem Old Firehand zusammen. Und ich würde Tülü. Tülü und ich würde sagen, wir gehen rein. Schön, dass ihr mal dabei seid, die Leute an Twitch und an YouTube. Schön, dass ihr den Weg zurückgefunden habt und ja, wir fahren fort in der Geschichte. Willkommen in der Konzerthalle! May, es ist Zeit zum Singen! Oh nein, nein, ich kann nicht singen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gesungen. Ach komm, May. Er gibt uns den letzten Teil erst, wenn du gesungen hast. Also gehst du auf die Bühne und zeigst ihm, was du kannst. Da kann ich doch nicht singen. Das ist mein alter Plattenspieler. Genau. Deswegen verwandelt ihr zwei ihn in eine richtige Bühne. Wir brauchen Licht, Lautsprecher und Mikrofone. Ehrlich, ich werde keine einzige Note singen. Doch, das wirst du. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Nein! Lässt du das gefälligst, du blöden... Das ist jetzt bestimmt deine nächste Fähigkeit oder so, hä? May. Das kann sein, ja. Das klingt fantastisch. Allerdings, Cody. Und du wirst dir helfen, ihre Stimme wiederzufinden. Thomas! Oh. Cool. Jetzt macht euch auf die Suche nach Lautsprechern, Licht und Mikros. Hey, May. Du kannst es noch. Okay, bereiten wir die Bühne vor. Was kann ich heute mitmachen? Ah ja. Oh, ich wünschte, wir müssten das nicht tun. Ach, das wird schon, May. Du hast aha, cool. Was haben wir denn für Platten? Ich gehe nicht auf die Bühne und mach mich zum Trottel. The Garretts. Spann dich. Ich bin dein größter Fan. Polaren. Ja, jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Und The Garretts. Keine Sorge. Ich An schon nicht Angie Mayfield. Only. The Greatest. Was haben wir hier noch? The Roboto. Roboto. Jazz Robotos. Backstage. Das willkommen zurück bei DSDS. Wenn so alles auf dem Dachboden rum ist. Sag mal, ja. Warst du früher in der Rockband oder was? Ich bin ein Superheld mit Beck. Warum hab ich kein Schild bekommen? Du hast die beste Waffe von allen. Deine Stimme. Oh, ich würde jederzeit tauschen. Aber musst du da irgendwie? Deine Stimme ist mächtig. Vergiss das niemals. Jawohl! Da. Ah. Und Sesam, öffne dich. Oh, guck mal. Ein altes von unserem ersten Gig. Pornobändchen. Was haben wir hier? Demo. Demo. Demo Eimo. Demo 1, Finale 5. Ich schätze mal ein bisschen hier hoch, hä? Oder? Nee, doch nicht. Es ist nur einmal nur so. Hier weiter. Ja, okay. Hörspielkassetten. Das ist kaputt. Nö.
Das Teil ist kaputt. Doch nach oben, ne? Ja, aber hier kämpfst du nicht weiter. Das ist okay. Ach, komm mal doch. Komm es gleich vorbei. Ach so, du hast... Ah, okay, du hast mehr, nur den... Okay. Die CDs sehen etwas zu heiß aus, um darauf zu stehen. Jo, sind brandheiß. Ah, musst du singen. Oh oh. Okay. Also besser einteilen, wa? Na, nichts in einteilen. Ich muss die ganze Zeit singen. Nein! Hupp doch eher rüber, du blöde Knappe. Hupp sie gegen die CD mit ihrem blöden Schädel, du. Ist doch nicht wahr. Warum denn nicht leiser? Final, was? Die Final Final? Remake, Demo. Ich wusste gerade, dass wir so einen großen Dachboden haben. Ja, der ist größer wie das ganze Haus. Jo. Irgendwas war da auch gezeigt bei dir. Da unten ist Strom irgendwas. Muss vielleicht einen Schalter umlegen oder so? Ah ja. Oh. Vielleicht muss ich ja irgendwie... Ah, hier ist auch noch mal ein Mikro. Soll ich jetzt hin oder was? Ne, ich muss irgendwie da rüber kommen. Mensch, jetzt halt dich doch mal ja fest. Weil hier ist noch ein Mikro. Naja, das ist... Gitarre an der Wand. Ich wüsste sonst aber nicht, wie komme ich denn da rüber? Ah, warte mal. Vielleicht ich selber singen und dann springen? Ja. Nein! Dummbratz. Ah, du warst doch eben schon. Thank you.
Ah ja, okay. Oh, Hilfe! Ah ja, der Knopf. Jetzt musst du aber auch gleich irgendwie... Okay. Ja, alles klar, ich verstehe. Wir müssen zusammen irgendwie. Wir müssen zusammenspringen. Obi. Nee, du musst dagegen werfen. Alles klar, okay. Bereit? Ist das nicht die Jukebox von deinem Großvater? Ja. Ganz vergessen, dass die noch auf dem Dachboden steht. Glaubst du, die funktioniert noch? Ich wette, ach, da ist eine Münze, da musst du Münze drin schmeißen irgendwie, oder was? Goldi, die klemmt! Coole alte Musikbox. Wow. Ich wünschte, mein Großvater könnte uns jetzt. Das würde ihm gefallen. Oder auch nicht. Er hat immer gesagt, dass ich damit vorsichtig sein soll. Die Liebe seines Lebens. Ihre Oma. Sie waren so ein süßes Pärchen. Ja. Ah, coole Mucke. Opa, wenn du mich hörst, ich verspreche, sie nicht zu zerstören. Screeching. Schöne Blues, ey. Komm ich mal meinen Bass dazu. Wo soll ich mich hinstellen? Ach, hier. Irgendwie machst du was, ja. Irgendwas musst du da oben da durchfahren, das Loch. Warte. Nee, du sollst doch singen, oder? Nee, ich muss es. Du musst zu den Generatoren, höre ich eher. Machen wir das vom Opa das Radio kaputt. Tja, hat schon. Gib mir etwas mehr, May. Hiernach brauche ich etwas warmes Wasser mit Honig.
Warte, muss kurz auftanken. So, jetzt. Volle Bulle. Sieh dir an, wie groß das Ding ist. Lass auf deine Ohren auf, Cody. Ich komm schon klar. Meißen wir das Ding an. Lass es krachen, May. Ach so, okay. Das muss ich festhalten. Oder komm ich da irgendwie rein oder was? Ist da noch ein Mikro dort? Da ist noch ein Mikro, ja. Ich glaube, du musst die Box weiter oben hin machen. Mein Guter. Ach so, das kann sein, ja. Und dann den Schalter nach oben. Würde ich jetzt was sagen. Sozusagen als Verstärker. Naja, genau. Lautsprecher verdient. Oh. Klasse. Dann kannst du uns ja jetzt hier rauslassen. Noch nicht. Noch seid ihr nicht fertig. Euch fehlen noch die Mikros und die Scheinwerfer. Oh, das könnte heiß werden. Oh. Mikro und Scheinwerfer. Du darfst zuerst, Cody. Das ist zu gütig. Schildblock. Du kannst dein Schild für die Laser benutzen. A, B, C, D. Danke. Nee, warte mal. Du musst auf B vor, ne? Dann D, gegengesetzt. Auch nicht? Ein anderes Mikro, aber da gibt es ein anderes Mikro. Ah, ja, okay. Okay. Ach, hier, jetzt sehe ich das Buchstaben. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja. Also, ich muss auf. Erstmal C. Dann B. Dann wieder C. Nee, dann A. Was, wenn ich einfach auf B gehe? Du gehst da vorne raus, du musst ja gar nicht durch die leitenden Dinger durch. Ah, gegensetzt, okay. Verkehrt rum also. Also brauchen wir... A. A. Achtung! Jo. Hä? Ich hatte doch Schild oben. Oh. Okay. So, und jetzt D dann, ne? Oder? Ja. Ist sicher. Ich probier's mal. Ich denke es dann. Geht's? Genau. So, und jetzt brauchst du. Superhelden dürfen nicht ängstlich sein. Ah. Sicher. Ja. Na dann. Genau. So, und jetzt wieder D. Gut, gut, gut. Und jetzt C.
fuck. C, D. D. So, warte. So, genau, jetzt kannst du... C. C. Och. Das wackelt hin und her. Ich sollte nur hier damit stehen bleiben. A. Ah, ne, C. Ne, A. A, ja. Jetzt C. Achtung! Warte, warte. Okay. Ah nee, warte mal, stopp. Lass mal hier das Ding stehen. Boah, Schwein gehabt. Kann ich jetzt irgendwie da... Was, wenn du nicht mehr zurückkommst? Ja, da ist ja noch das Ding. Ah ja. Gut gemacht, Cody. Danke, Captain. So. Na toll, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt komme ich hier nicht raus. Ah doch. Wo denn jetzt hin? Hast du keine Ahnung, ne? Das sind die Laser, ne? Okay. Aber wie groß ist unser Dachboden eigentlich? Ah, da oben sind die Lichter. Müssen wir da vielleicht hin, hä? Wo müssen wir jetzt hier? Aber warten wir da hinten, da ist ja auch noch. Ah ne, von da hinten sind wir gekommen, gell? Mhm. Wo die Lichtschranke da ist. Yep. Hier drüben! Ui, wo bist denn die? Wir müssen da rüberkommen. Einfach so gelaufen. Warum? Was ist denn da eine Reißzwecke hinten am... Ach, das wird sowas ähnliches sein wahrscheinlich. Uiuiui. Die E-Gitarre. Komponiert von einem kleinen Leben.
Oh wow! Das ist mein alter Kassettenrekorder! Ich sehe es vor! Die Junge in Palace of Fame hört Musik auf dem Bett. Ach, halt die Klappe! Da gab's wirklich die braunen Dinger, ne? Und jetzt? Ah, warte mal, hä? Ja, ja, Spaß. Du musst vielleicht dagegen pfeffern was, ja. Du musst dein Schild dagegen pfeffern. Es muss ja wieder irgendwas passieren. Kann man den einfach durchlaufen und dann... Aber schön chillige Musik im Hintergrund, gebe ich dir recht. Gut gegrillt, Löwe. So. Ja, 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 laufen. Moment, ich muss ja erstmal das Ding zurückholen. Ja, ich weiß. Ei, ei, ei. Ne? Oh, ne, 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 ne. Ne, ist doch. Ich. Scheiße. Immer alles rumdrehen. Warte, nicht springen. Ach, da ist auch noch ein Blitzer da oben. Jo. So. Das Ding blitzt hier. Nee, ich hüpf dagegen und fall runter. Das wird's. Warte, warte, warte. Mhm. So.
So könnte es vielleicht. Oh! Doppelsprung. Habe ich gemacht? Ja, du hast hier den Olaf-Dings genommen, oder? Warte, warte. Nee, das schafft, glaube ich, die gehupt dagegen gegen den Ding. Es schafft sich, vielleicht schaffe ich es ja oben drüber. Mit Schmackes, weißt du? Wenn der blaue aber leider höher steht. Ja, ja, richtig, richtig. So vielleicht. Nee, so hoch kippst du nicht. Oh doch. Okay. Bei unten drunter wäre es nicht fertig, würde ich nicht die rüber eingehauen. Langsam, langsam. Ach, du kannst das regeln. Ich dachte, das geht mit der Zeit dann runter. Nee, nee. Oh. Warte. Rode, ne? So, warte mal. Wie er sich unten bewegt und die Musik. Siehst du das, der Mendel da unten? Ja, ja. So, du müsstest eigentlich noch oder so. Du musst nach oben kommen. Genau. Am Glockenspiel. Warte, warte, warte. Müsstest du es schaffen eigentlich rüber. Machen wir noch ein bisschen tiefer. Gut, 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 gut. Das war knapp. Warte. Oh, muss reichen. Kommt bestimmt das Büchlein wieder, hä? Ne? Hätte ich jetzt gedacht. Was ist das? Ist das ein Mikrofon? Ich glaube schon. Gut, okay. Das Buch sagte, wir brauchen Mikros für die Bühne. Gut.
Der Mikrobeschwörer. Jo. Okay. Sing, my Sachse, sing. Sing. hä? Nee. Schon hier lang. Jupp. Oh je, oh je. Das ist nicht der Ernst. Du musst aber schnell machen. Ach, du lieber Himmel. Hä? Was war jetzt? Ah, gleich schnappt. Ja. Ich hau ab. Ich bin zu weit weg. Die hört mich noch nicht. Und hier auch nicht. Das muss. Du jetzt wieder ordnst und dann kämpfst du wieder, machst wieder Schnapp. Scheiße. Muss ich dann auch vielleicht irgendwie dann... Du musst mit. Was? Du musst dann scheinbar mit drauf. Da bist du näher zumindest schon mal ran. Ja. Habt ihr gesungen? Blöde Kuh. Eins, zwei, hepp. Bist du bereit? Puh. Ajo. Schnell hier an den Kabel, Ding. Oh ne. Sing, sing. Jetzt. Ui. Ich hatte keine Spucke mehr. Es wird uns erwischen! Nicht, wenn du schneller läufst!
Ich kann aber nicht schneller. So schnell konnte ich fahren. Guck, ey. Hier, eins. Ja, jetzt gibt's hier den wilden Ritt. Das ist ein Todesritt! Halte durch, Superheld! Wieso läufst du denn? Bin ich jetzt gestorben? Also manchmal. Ich schwöre daran, dass nur dieses Buch schuld ist. Ich glaube, wir haben diese Schlangen getötet. Achso. Ecke zu knapp für meinen Geschmack. So, der Gig ist beendet. Genau. Das war eine übergroße Schlange, die uns um ein Haar getötet hätte. Aber ihr habt's geschafft. Und dafür, boom, bekommt ihr die Mikrofone. Gratulation. Yeah! Jetzt fehlt euch nur noch das Licht. Immer schön weiter so. Na komm. Ja. Das artet ja einen Stress aus, mein lieber Scholli. So irgendwie, ne? Oh, Luft. Alter Falter. Ah ja, geht aber noch. 29,9. Ist eigentlich noch gar nicht so warm. Hat schon Wärme hier drin. Oh, hey, mit sowas habe ich gespielt, als ich noch klein war. Ach ja? Dann zeig, was du drauf hast. Versuch es auch mal. Es macht Spaß, zusammen Musik zu machen. Alles klar. Schreib mal ein Video. Hä? Wo müssen wir dann da hin? Was ist Synthesizer das? Was soll das sein? Reset? Warte mal. Müssen wir vielleicht nach den Farben gehen dann? Kann das sein? Moment. Ja, ich verstehe das System gerade nicht. Okay, verstanden.
Aber jetzt muss man den lilanen dazu bringen. Der Rest ist alles geladen. So, warte, warte, warte. Ja, cool. Können wir einen Moment aushauen? Oh ja! Das ist ein Hit! Yay, yay, yay! Der Spotter ist nur für dich. Nein, danke. Ach komm schon, May, du hast deinen Platz im Rampenlicht verdient. Nein, Cody, ich fühle mich wohler, wenn ich den Spot bediene. Also runter mit dir. Ja, ja, schon gut. Dann sind das wohl meine 15 Minuten. Mann, ist echt dunkel hier. Scheinwerfer bewegen. Oh. Ach, nee, du. Kann ich hier bitte etwas Licht haben? Also schön, immer hier so bleibe erstmal. Ich hab ein Auge auf dich, Cody! Mach weiter! Sag, wenn du bereit bist. Hey, bereit. Ich kann nicht sehen. Wobei ich gesprochen bin. Das ist Eva. Warte. Wir machen Fortschritte. Ja, toll, Einsprung, Wasser und dann dann langt's nicht so. Da langt Einsprung. Da langt auch einer. Da langt auch einer. Warte, verhol dich erstmal ein bisschen so. Da, muss mal so schräg rüber. Da sind wir zwei wahrscheinlich. Oder ne, einer. Hier, up. Geht. Du musst auf den Schlauch hier lang. Rechts oder sowas? Nee, ne? Da muss man einen Knopf vielleicht da oben drücken. Nee, ich kann aber auch nichts machen. Nee, du musst hier hoch, du musst den Schlauch hier lang, den rot. Boden, der an der Seite ist. So, hier ein bisschen hier da entlang. Nee? Vielleicht doch, hä?
Ne, warte, hier vorne entlang, oder? Ja, also. Ja. Oh je. Oh Mann. Immer schön langsam, wenn du kalt über dir so runterfällst. Dort zopfst du. Okay. Geht es überhaupt noch weiter? Oh. Das ganze Spiel wieder zurück. Ja, das war's schon. Das Ding ist hinten hochgegangen. Zeit, das Ding. Das heißt, geht der Strom noch mal weg. Ach, was ein Scheiß. Jo. Och, ne. So, Strom läuft. Ach, der geht mit. Ach so. Der geht wieder zurück. Das war zu knapp, mein Freund. Das reicht eigentlich, wenn du schon die Hälfte auf dem Schlauch stehst. Ach, hör doch auf. Jetzt musst du aber doch. Jetzt geht es hoch, komm, rennen. Aber Abfahrt. Oh, May, zwei Lichter? Sicher, dass du das schaffst? Glaub mir, damit werde ich fertig. Oh je, oh je. Ich vertraue was dir. Ist. Oh, zwei Lichter. Okay, warte mal. Ah, den einen kann ich mit Strom besorgen, okay. Der andere muss ich dann leiten. Okay, alles klar. Kannst laufen. Passiert nichts. Solange ich den einen dann den wegnehme. Weiter. Noch ein Stück, bevor die Klappe runtergeht. Da ist das mal safe. Bleib mal dort. So, dann kann ich den ja wegnehmen. Dann geht die Klappe hinter dir runter. So, was mache ich denn jetzt? Ach Gott, was ist das hier? Den kann ich aber nicht beeinflussen. Warte mal. Ja, mal ein Stück nach vorne. So. Okay, hier musst du wieder mit zwei Lichter, da vorne ist wieder. Ja, warte. Ja, ich guck mal.
Ah, jetzt muss ich den hier da lassen. Warte. Zack. Lass mal den hier anleuchten. Zack. Ja. Halt, halt, halt. Wenn ich den jetzt auch wegnehme, bist du tot. Alter, ich muss ja auch schnell sein. Die Frage, wie lang? Wo müssen wir dann weiter? Da hinten. Aber wenn ich den hier wegnehme, geht die Klappe runter. Oder? Ja. Aber sie geht nicht gleich runter. Halt dich mal vorne bereit. Wie mach ich's am besten? Wo ist er denn? Da hinten. Komm! Komm! Noch weiter rüber. Komm, spring! Oh, oh, oh! Bin ich zu weit gesprungen. So, Spot. Spot. Warte. Mensch. Wo ist die Klappe jetzt? Oder ist das schon die Klappe, wo die steht? Die Klappe ist schon. Okay, jetzt musst du wieder rechts rüber. Mhm. So, die grüne. Die kann ja... Warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, damit ich die anderen mitnehmen kann, ich denke, die brauchen wir ja nochmal. Hä? Nicht so hektisch in der Hektik. Jawohl. Ach, die ist direkt da am Ende. Das leuchtet mir gerade. Beide. Warte. Hier ist nämlich mit Schmackes, mit Schwung. Oder? Ich sehe nämlich nichts mehr. Nee. Doch hier. Bewusster mit Schmackes, mit Anlauf. Wie ist das mit dem Sprint-Dings da? Was war das? R1 oder? Ne, es war einfach, ich glaube, noch schneller rennen, also gedrückt halten und dann. Sieh mal! Wow. Gefällt mir! Was können wir noch gebrauchen? Ich werde da auf gar keinen Fall hochgehen. Bitte, May. Du hast es geliebt zu singen. Ach, das war doch nur ein dummes Hobby. Nein, es war eben kein dummes Hobby. Deine Auftritte waren vor richtig großem Publikum mit Musikern und was dazu gehört, weißt du noch? Ha! Danke, Cody! Das hat uns gefehlt! Die Musiker! Jetzt! Ha! Geht und findet ein Orchester! Oh. Kannst du bitte aufhören, ihn zu ermutigen? Ja, ist ja gut. Wenn du singst. Oh, ich denke, wir müssen ja. Es war doch eigentlich schon so, ne? Ja. Nein, kein Schach. Hä? Jetzt wird das ein Schachspiel. Was? Noch ein Schachbrett? Oh, das war mein allererstes. Na schön. Mal will es
ich nicht gut im Schach bin. Ist doch egal. Nur zum Spaß. Nix. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben fast alle Minispiele gespielt, außer das. Schach haben wir ja einmal schon gespielt, ne? Meine ich. Kann sein, ja. Ja, guck dir das alles an. Oh, mehr Instrumente. Cool. Probieren wir sie aus. Oh, das ganze Zeug erinnert mich an schöne Zeiten. Bestimmt. Oh, hey, ist das etwa dein altes Klavier? Ja. Mal sehen, ob es noch gestimmt ist. So, können wir jetzt weiter oder was? Na, anscheinend nicht. Oh! Ah ja, da müssen wir weiter. Ich glaube, du musst aufs Löchel. Ja, ja. Wieso? Du warst das falsche Loch. Nee. Aber ich muss mich da aber festhalten, aber... Das kommt ja nur hier raus, davon aus dem... Stell dich mal drauf auf das Loch.
Ah ja, okay, super. Ganz großes Kino, ja. Jetzt, ja, musst du dann das andere machen. Ja, ja. Und du musst springen. Ja, aber du musst ja auch das. Ne, ich musste erstmal das und dann muss ich rüberrennen zum anderen. Wie du drüber rin pepperst, geht's hier runter. Ah, Scheiße. Drüber. Bin runtergefallen. Weil ich mich auf dich konzentriert habe. So, jetzt mach drüber die Ohr. Oh, fuck. So, drüber. So, andere links, bitte. Rechts. Ja, warte, jetzt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. So, rechts. Warte mal grad. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. So. So, rechts. Ey. So, mach gleich drüber rechts. Links. Wieder rechts, 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 rechts. So, okay. Jetzt finden wir das Orchester. Flauschige Wolken, Lichtstrahlen, Orgelpfeifen. Ich würde sagen, wir sind im Himmel. Es gibt hier einen Orchestergraben. Ja, aber wo ist das Orchester? Hallo? Ist jemand zu Hause?
Die Musiker sind wahrscheinlich schon zu Hause. Lasst uns das ganz einfach vergessen. Nein, 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 May. Du brauchst doch das Orchester für dein Konzert. Aber sie wurden entführt. Seht, da drüben. Seht, seht, seht. Alle entführt von den Teufel. Teufel? Hier im Himmel? Oh ja, er gibt total Sinn. Ja, oder? Ha? Genau, also geht. Macht euch auf den Weg und rettet das Orchester. Gehen? Wie denn? Wir können nicht auf Wolken laufen. Aha! Jetzt schon. Los, los, los. Hey, Cody. Siehst du diese herumschwebenden Noten überall? Ja. Lass uns herausfinden, wofür die gut sind. Ich fliege wie ein Engel im Himmel. Aber für was sind die Noten? Kannst du wahrscheinlich nicht. Na, kannst du auch. Die Noten sind mit den Türen verbunden. Ja, so ist es. Sauerei. So ein Ferkel. Okay. So, Horns noch, oder? Ich wollte mich ja noch ein bisschen umgucken. Ach so, mach doch. Das ist hier bei einer. Sind das Chimären? Oh, ihr seid so süß. Ja, das seid ihr. Ich streichle es. Ach, hier sind auch noch mal Türen dahinter. Okay. Aber... Ja, müssen wir das auch schon machen, oder? Jo, machen wir am besten gleich mal mit. Wo ist sie denn jetzt? Saublase. Eine fehlt noch. Wo ist denn die eine? Da hinten oder was? Da drin mache? Das ist eine gute Frage. Wolke, mein Fehler. Nein, warte. Da. Sie haben sie im Nebel versteckt. Ihr werdet die Schlüssel niemals bekommen.
Ach ja? Macht ihr euch mal lustig, ihr blöden Teufel! Denn wir machen euch fertig! Cody, mach weiter die Wolken fertig! Entschuldigt, Wolken. Wir brauchen die Tränen, um den Nebel loszuwerden. Die Schlüssel versteckt. Sie müssen irgendwo im Nebel sein. Ah, hier ist ein, oder? Schiebst die als weg da. Ne? Aber hier ist doch irgendwie. Nee, wir brauchen die Schlüssel. Du musst die Wolke immer so ein bisschen hin her schieben oder so. Halt. Weil hier sind doch irgendwie so zwei Türen da. Tu mal die hier unten, bitte machen. Aha. Ja, ich denke mal, das muss komplett frei sein, ne? Meinst du? Weil hier drüben ist ja auch noch auf. Wo? Ja, hier. Hier drüben. Das sind ja zwei Türen. Wo muss ich hin mit dem? Ja, da muss die Wolke so schieben, dass ich dass wir die Tür frei kriege. Denke ich mal. Haben wir den Schlüssel jetzt oder was? Ach, hier ist der Schlüssel. Ja. Ja, wie krieg ich denn den? Bist du? Oder? Hier ist der Schlüssel. Oder musst du den?
Nee, ich würde sagen, da tut sie automatisch. Den kannst du nicht krallen. Der ist auf jeden Fall frei, schon bei der Schlüssel. Lass mal die andere Wolke dann noch machen. Ach so, es sind zwei Schlüssel. Ja, jetzt noch die Wolken hier. Da noch ein bisschen frei machen. Oder ich schiebe noch will. Ach so, da drin. Jo, ist frei. Hier bei mir. Sleepy Hollow. Ja, hier ist es. Bist du denn? Hier. Das Orchester. Ja, entschuldigt mal. Ihr Teufel. Ja, wir müssen uns mal eben das Orchester ausleihen, das ihr entführt habt. Darauf könnt ihr lange warten. Also das nervt übelst. Holen wir die Schlüssel. Hui. Jo, ihr Teufel! Euer Gelächter nervt! Cody, wir müssen doch die Schlüssel kriegen! Okay! Hey, Teufel! Sie gehört nicht hierher! Gebt uns die Schlüssel! Als ob wir auf dich hören! Erledige sie einfach! Das sind ein bisschen viele hier. Aua. May, siehst du die Teufel mit den Schlüsseln? Ja. Einen habe ich. Ich auch. Muss aber aufpassen, die fighten da zurück. Oder hast du alle erledigt? Ich hab's da alle erledigt. Ja.
Okidoki, das war's dann wohl. Gehen wir zurück zur Bühne. Ganz schön beeindruckend, oder? In so einer großen Besetzung habe ich noch nie vorher gesungen. Mach dir keinen Kopf. Alles wird gut. Nein, 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 nein. Es wird nicht alles gut. Es wird viel mehr Fantastico! Unsere Freundin ist wieder online. Entzückend! Gut gemacht! Die Zuschauer sind soweit! Das Einzige, was noch fehlt, sind die Zuschauer! Oh, nein, 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 nein! Keine Zuschauer! Hier! Möchtest du den letzten Schnitzel oder nicht? Hey, das ist bestimmt wieder mit dem Colossus Navy Wars. Also geht um dein Publikum! Du sagst es! Centauri, oder? Nee! Also seid ihr zwei neuerdings hier ein Team? War das nicht Colossus? Wenn du es wissen willst, jetzt finden wir die Zuschauer. Colossus? Colossus, ja. Nee, Zyklop. Zyklop, ja. Zyklop, ja. Was brauchen wir dann jetzt noch? Ich weiß es nicht. VIP. Hey! Hey, Kumpel, komm mal kurz! Was gibt's? Lässt du uns rein? Sorry, Kids, erst ab 18. Kids? Nein, 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 nein. Wir sind nur klein von der Größe her, weißt du? Ja, klar. Jetzt geht's euren Eltern. Entschuldige mal, wir sind Erwachsene. Kann ich einen Ausweis sehen? Oh, nein, die haben wir zu Hause. Das sagen sie alle. Yo, 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 Glowstick, die gehören zu mir. Dr. Hakim, mein Bro, die gehören zu dir? Ja, na klar, das sind meine Klienten. Na komm. Tut mir leid, Leute. Willkommen im Club. Genießt den Abend. Hier kommen die VIPs. Jetzt fühlst du dich auf einmal nicht mehr so groß, hä? 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 Tanzen wir! Oh, hä? Wow, das ist unglaublich. Unglaublich, aber lustig. Hey, weißt du, dieser Ort erinnert mich an etwas anderes. Oh ja, da hast du recht. Oh, vorbeigeschüttelt. Andale! Ich bin's, Mario. Was Mario Kart? Regenbogen, Strecke, glaube ich, hieß die. Wo, wohin denn? Aus der Kurve geflogen. Rausgeschmissen haben sie sich. Ja, da auch rausgeschmissen haben sie. Im Kopf. Jo. Versuchen wir das nochmal. Ah, shit. Hä?
gefallen? Na? Okay. Oh, wow! Die Plattformen bewegen sich im Rhythmus! Na, du Hund! Eddie, mal springt man. Jo. Komm, probier's doch gleich mal mit der hier. Da kommst du nicht hin, ne? Ich hatte mir schon fast gedacht. Oh! Muss ich die vielleicht holen? Warte mal. Ich muss dich holen, glaube ich. Du bist echt gut bei dem Rutschedings. Vielen Dank, Cody. Spaß gemacht. Wow, diese Disco-Kugel ist gewaltig. Mensch, zieh schon da oben gleich. Alle Schachtel. Oh, jetzt geht doch. Ja, mal. Sorry, muss, ja, muss man das fluchen hier? Ist ja zum Kotzen. Ey, so geht's. Aber. Oh. Sag mal, warum kippst du dann? Bist du bekloppt oder was? Nee, du musst dich ein bisschen rutschen lassen. Erst ein bisschen springen hoch und dann in der Hälfte musst du dich erstmal ein bisschen rutschen lassen. Bis die. Der rutscht nämlich zweimal weg. Dann werde ich rüber, so wie wir es beim Dings gemacht haben, bei der Uhr oben. Echt? Hättest du jetzt springen müssen. Wenn der Raum kleiner ist, kommst du höher. Ich dachte, das ist eine Disco zum Updancen und nicht hier zum Rumrombeln und Springen. Heidenei. Das schon wieder. Oh, muss er Cody abschießen, ne? Na klar, spring genau in das rein, was nicht da ist. Ach so, du musst ja noch hier das, dass ich überhaupt weiterkomme. Disco Stu's on the house. So, und jetzt? Na, Cody ist es schwer. Oh Gott. Oh weh. Vergiss es, Cody!
No. Wow, sie rollt! Bewegung, los! Tanz, tanz, Cody! Hör auf, mich zu ärgern! Du hast doch gesagt, du willst feiern! Aber nicht, wenn mein Leben auf dem Spiel steht! Aua! Ich seh gar nicht mehr, wo ich. So, da müssten wir ein bisschen schneller rennen können, ne? Eigentlich. Ja. Aber bewegt sich die Kugel ja auch. Wird sie noch schneller oder was? Oh. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Wow, richtig cool. Hey May, das war ungelogen die komischste Erfahrung meines ganzen Lebens. Ich bin froh, dass ich sie nicht allein machen musste. Ja, das war verrückt, gefährlich, nervenaufreibend. Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat es. Hörst du die Menge, May? Ja, yeah, das ist echt aufregend. Da wirst du voll beschucke werden, wenn du die ganzen Farben siehst. Wenn es am Kreis geht, dann... Wenn du jetzt noch einen LSD-Trip nimmst, dann ist das Ganze rum. Dann ist ja, ja. Ich sehe Lichter. Lichter der Stadt. Oh, oh. Was ist das? Ein Schlüsselanhänger oder was sind das eigentlich? Hey, du hast doch gar nichts gemacht. Was soll das? Oder ist das Leuchtteil oder was? Hey, Baby, groove it. Woohoo. Kommt schon, Glowsticks. Tanzt mit mir. Hey, was wird was, Glowsticks? Da kommt, Leute. Cody, May. Legt mal was auf! Bringt sie zum Tanzen! Vielleicht tanzen sie wieder, wenn du die Tanzfläche verlässt. Ja, echt. Du hast sie voll verschreckt. Niemals, Baby. Ich bin der Knaller. Guck dir mal einen Hüftschwung an, Baby. Oh, nicht so. Das will keiner sehen. Oh mein Gott, meine Moves sind so gut. Check mal, rechts, links, rechts, links. Aber damit die Leute tanzen, solltet ihr endlich mal was auflegen. Zieht die Leute auf die Tanzfläche! Lass uns auflegen, Baby! Woohoo. Oh Mann. Na dann. Boah, was müssen wir da jetzt machen? Werfen wir einen Blick auf dieses DJ-Ding. Wir können sie sicher wieder zum Tanzen bringen. Super. So. Wir hätten jetzt nichts. Ah, doch. Nee, das muss ich glaube ich machen, oder? Ja. Oh. Ach, du lieber Himmel. Langweilig. Oh nee, bitte nicht.
Gefällt's dir? Ah, was? Da geht er zu Schlager, Mensch. Nein. Hä? Och nee, nicht schon wieder. Kreis, Kreis, 3, 3, 3, Kreis, 3, 3, 3, Kreis, 3, 4, 3. Dicke, dicke, dicke. No. Oh, komm. Ach, du musst ja alles in der gleichen Zeit machen. Ey, da gibt's 4 DJs für sowas. Ja doch, oh Mann. Och, hör doch auf. Gefällt's dir? Och nein, geht schon wieder. Für yes. Yeah. Wir schlagen uns gut mit. Die Leute kommen zurück. Oh. Oh, Gott sei Dank. Da hab ich mir auch gerade gedacht. Oh.
Das ist, wenn du voll auf dem Trip bist. Ja, die waren eben bis hier, ne? Eben die Spur. Little Stone. Guckt sie euch an! Ja! Yeah. Ist das ein Publikum? Die sind schon ganz aufgeregt! Ja, genau wie ich. Bist du für deinen Auftritt bereit, May? Fehlt uns nicht noch irgendwas? Nein, wir haben alles, was wir brauchen. Oh. Jetzt ist Showtime, Baby! Ja. Hörst du das, May? Hörst du die ganze Begeisterung? Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr vor Publikum aufgetreten. May, alles wird gut. Stell sie dir einfach in Unterwäsche vor. Ja, das wird dich beruhigen. Cody, bereiten wir die Bühne vor. Okay, Buch. Wie sieht denn so ein Stick aus ohne Unterwäsche? Tja, zwei Kabel oder was? Tja, gute Frage. May, ist nicht so wild, wenn es nicht perfekt ist, okay? Wenn es nicht perfekt ist, dann habe ich sie enttäuscht. Nein. Sing einfach aus dem Herzen. Du wurdest nicht geboren, um perfekt zu sein. Du wurdest geboren, um du selbst zu sein. Ja, May, so ist es halt, ne? Ja. Ja. Na toll. Ich dachte, die geht alleine dahin. Lilly viel. Aus tiefstem Herzen. Pilzitz. Aha. Rolling Boulders. Das wird etwas ganz Besonderes. Hey Leute. Ja, es soll den Kopf hängen lassen, verstehe schon. Ja, nicht in der Kopf in den Sand stecken. Genau. Oh, sie macht gerade den Spaltgriff, um zu gucken, was los ist. Ja. Los, May. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Na komm. Thank you.
Haben meine gesagt, dass du dass auf dem Dachboden nichts zu suchen hast? Ja, haben wir eigentlich. Ne? Ja. Ne? Hausarrest. Ah, sofort. Ab ins Zimmer. Ja, ab ins Bett. Bett. Lied gefunden. Du kannst es dir anhören, wenn es dir besser geht. Ich hab dich lieb. Kannst das, May? Das weiß ich genau. May singt fürs Zeug. Was singt sie? May singt fürs Zeug. Wirres Zeug. Guck mal, der hat einen Scheitel nach rechts. Ja gut, das ist ja auch größtes. Das war wunderschön, May. Ich danke dir. Halten. Dann halten wir mal. Nee, ich will ne. Schade, dass wir scheiden. Dreck. Dreck. Ich will keine Knöpfchen drücken mehr. Mein Controller vibriert. Du hältst ja gar nicht mehr. Seine dicke Wurstfinger. Ehrlich, ja, mit dem Bockwurstfinger da. Hat Schaufeln wie Kran. Ja. Herber. Mädchenspucke. Hallo, halten. Ich will nicht. Mal ein anderes Ende als wie bei dem anderen Game. Das hätten sie mal beim Dings bringen sollen, beim Ausbruch zum Schluss. Der Italiener und der andere hätten sie einfach gut wäre gewesen. Ja, genau. Nee, schon ein schönes Spiel. Gut gemacht, muss ich sagen. Ja, hat, ja. Echt, hat echt Laune gemacht. Das stimmt. Und vielfältig vor allen Dingen. Echt gut gemacht. Wieder. Oh. Oh, ihr zwei. So wunderschön. Liebe heilt alles. Adios.
Fand ihr die Aussage auf Phoenix, das voll toll war, ja. Also ich muss sagen, gutes Game. Für Koop-Game echt richtig gut. Ihr habt doch bestimmt geweint, gell? Dranger habt ihr doch bestimmt verdrückt. Guck mal, der Barney ist wach. Ah ne, Cody. Seine dicke Finger. Und der Wurstfinger. Ah, ja. Nee, doch. War ich die schöne Spiel. Wenn wir sie geküsst hätten, dann wäre die Scheidung jetzt gewesen, oder? Rosie! Cody! May! Es hat geklappt. Nee, schon ein schönes Ende gewählt. Wir sind zurück. Gut, gut. Wo ist Rosie? Ich weiß nicht. Rosie? Schon, wie ich das gehört. May. Was? Der Brief. Mama, Papa, es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Ich weiß, wie ich alles wieder gut machen kann. Alles, was ihr tun müsst, ist aufhören zu streiten. Ich weiß, dass ich keine perfekte Tochter bin. Moment, was? Es tut mir leid, dass ich nicht gern meine Zähne putze. Es tut mir leid, dass ich Bücher nach dem Schlafengehen lese. Es tut mir leid, dass ich mein Spielzeug nicht wegräume. Ich weiß, dass ihr euch meinetwegen scheiden lasst. Sie fühlt sich dafür verantwortlich. Sie glaubt, es sei alles ihre Schuld. Ich lasse euch allein, damit ihr wieder Freunde werden könnt. Ihr solltet Freunde sein. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich, Papa. PS, ich habe mein Taschengeld dabei, für die Busfahrkarte. Keine Sorge, ich habe auch ein Sandwich und einen Lutscher. Oh nein. Oh, Rosie. Wäre das Auto nicht geschickter gewesen? Süße. Ist doch gerade um die Ecke. Es tut mir so unendlich leid. Macht euch um mich keine Sorgen. Geht nach Hause. Nein. Rosie, Schatz, es ist doch nicht deine Schuld, dass wir uns streiten. Ist es nicht? Nein, Rosie. Ein bisschen. Es war nur deine Schuld. Heißt das, dass ihr jetzt wieder Freunde seid? Süße, hör mal, was auch passiert. Deine Mutter und ich, wir werden immer für dich da sein, ja? Und genau so werden wir dich auch immer lieb haben. Wieder ein kleines Brüderchen, was 9 Monaten kommt. Genau, das Küsse jetzt. Ja. Komm her. Pack das Buch weg. Das kommt ja gleich wieder. Du das her? Hab ich in der Schule gefunden. Im Mülleimer. Gut, dass du es gefunden hast. Manchmal kann man auch richtige Schätze im Müll finden. Na komm, lass uns nach Hause gehen. Genau, ich gehe erstmal auf den Dachboden und du gehst erstmal den Garten. Den habe ich Pickelballon gemacht. Also, wenn ein aggressives Eichhörnchen kämpfen müsste, das doppelt so groß ist wie sie, wer würde gewinnen? Mama würde gewinnen. Genau. Und deshalb bin ich so gern mit ihr zusammen. Cody, ich dachte immer, du hättest eine viel zu blühende Fantasie. Aber weißt du was? Ich finde es wunderschön. Schon was anderes da. Naja. Naja. So, 10 Jahre danach. Nein, meine lieben Freunde, das war's.
Oh, schön. Wir haben es geschafft. Durch. Ja. Ein schönes Spiel. Wir bedanken uns schon mal bei euch fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs vielleicht sogar fürs Abonnieren oder Followen hier auf Twitch. Entweder bei meiner Meinung den Folies Gamerhaus oder bei dem Old Fire 68. Dankeschön auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Replay, Let's Play, whatever. Bis dahin euch eine schöne Zeit und wir lassen den Abspann einfach noch ein bisschen drin laufen. Sagen. Ade. Tschüss und gute Nacht. Ja. Tschüss und gutes Nächtle auch von meiner einer. Bis dahin. Ade. Tschüss.